Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Heute zeige ich euch meine Top 5 Aschen, die ich am liebsten nutze. Klar, Platz 1 könnte sich der ein oder andere denken, aber Platz 2 bis 5 wird euch vielleicht überraschen. Und ich will gar nicht viel rumschnacken, deswegen fangen wir direkt mit Nummer 5 an. Auf Platz Nummer 5 haben wir Asche des Sturmfalken Den aus zwei bestimmten Gründen, die ich euch gleich zeige. Ganz kurz noch zu den Regeln. Ich werde jedes Mal gegen diesen Baumtypen da kämpfen, damit man genau sehen kann, was die Asche so macht und wie die sich verhält. Und ich werde die nicht komplett allein lassen, aber ich werde jetzt auch nicht sofort den Boss besiegen. Also, fangen wir an mit Asche des Sturmfalken Den. Hol dir mal. Und der hat zwei richtig geile Sachen. Wenn er kommt, zack, kriegt man direkt einen Angriffsboost, der euren Angriff um 20% erhöht und der hält 30 Sekunden. Und das macht er nicht nur am Start, das macht er immer mal wieder, solange wie der Kampf anhält. Und jetzt gehen wir mal hier mal zu dem Gegner und schauen mal, was der Sturmfalke so macht. Das Geile ist halt, der fliegt, der wird also nicht so einfach getroffen und kann den Gegner sehr gut distracten. Der Schaden ist auch nicht so schlecht. 250, 130, der kann drei verschiedene Angriffe. Einmal mit den Krallen, einmal mit dem Kopf. Da 200 Schaden. Leben natürlich nicht so viel, aber alleine für den Buff und die Distraction ist er schon sehr gut. Da war schon wieder der Schrei für den Buff. Er bufft sich also auch selber. Und ich muss sagen, ich finde den Schaden echt nicht schlecht. Bin echt zufrieden. Mach auch mal einen Angriff. Also ich finde den Schaden echt gut. 240, gute Distraction. Allein der Buff ist schon so huge. Also allein für den Buff ist das richtig, richtig gut. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zu Platz Nummer 4. Auf Platz Nummer 4, den Rang muss ich leider teilen. Und zwar einmal in Asche von Lutel, dem Kopflosen, und Asche von Latena, der Albinorik. Da konnte ich mich nicht so ganz entscheiden, welche ich auf Platz 4, 5 und so machen soll. Deswegen teilen die sich beide den vierten Platz. Asche von Latena, die hatte ich schon mal gezeigt. Wenn ihr da das komplette Video sehen wollt, gerne hier oben. Aber interessant ist die Asche von Lutel. Die Asche von Lutel, die holen wir auch direkt mal. Lutel, die Kopflose. Bei ihm ist halt richtig geil, der macht richtig guten Schaden. Er hat ein Schild, er kann teleporten und ist richtig, richtig tanky. So, wir holen jetzt hier mal kurz den Kollegen. So. Und dann schauen wir mal. Oh, da teleportiert er sich schon. Er hat einen Range-Angriff mit 200 Schaden. Da ist der Teleport, wurde nicht getroffen. Nochmal 200 Schaden. Nochmal 200 Schaden. Und ihr seht, ne, gutes Leben. Hat ein Schild eingesetzt, greift nochmal an. Übrigens zeige ich euch ganz am Ende, nach Platz 1, wo ihr jede Asche findet. Also keine Sorge. Einfach bis zum Ende dranbleiben, dann zeige ich euch, wo ihr auch hier Lutel findet. Guck mal, da macht den einfach alleine platt. Der ist richtig, richtig gut. Ich habe auch überlegt, den werde ich vielleicht auch mal in einen meiner Runs benutzen. Den finde ich richtig, richtig gut. Allein mit dem Teleport, der hat ein Schild, da wieder Teleport, dann ist er einfach woanders, wird nicht getroffen. 300 Schaden, Teleport, oh mein Gott, der macht richtig Spaß. Ja, das war Lutel. Kommen wir zu Platz Nummer 3. Auf Platz Nummer 3 haben wir Puppe des Dungfressers. Und jetzt werden sich vielleicht einige wundern, weil ich habe in einem früheren Video echt viel abgerantet über den. Aber meine Meinung hat sich ein wenig geändert in der letzten Zeit. Weil ich nicht wusste, was der Typ so alles drauf hat. Der ist nämlich richtig, richtig krass und gehört wirklich verdient zu den Top 3 Aschen. Also, das erste, was wahrscheinlich die meisten wissen, ist, sein Angriff macht Blutungsschaden. Das ist ja schon mal sehr gut. Aber das andere ist, der ist übel tanky, kann also richtig viel aushalten, da hat er es gerade schon gemacht. Er bufft sich selber hoch, seinen Angriff, und kann den Gegner debuffen. Das ist ultra huge. Das heißt, der macht euch auch weniger Schaden, der Gegner. Und der wurde jetzt schon 3-4 Mal getroffen und hat kaum Leben verloren. 250 Schaden.
richtig stark. 200 Schaden. Also auf jeden Fall auf einer Stufe mit Luthel, der mit am meisten Schaden macht. Das Einzige, was mich an ihm immer ein bisschen stört, man kann ihn halt nicht allein lassen, wie man sieht. Der wird immer wieder zurückgeschleudert, er weicht halt nicht aus. Ne? Also im Gegensatz zu Luthel oder auch dem Stormhawk, den wir eben gesehen haben, dem Falken. Hier, Dungfresser, er weicht gar nicht aus. Ne? Da ist der Debuff, da ist der Debuff. Jetzt macht der Avatar weniger Schaden. 160 Schaden selber gemacht. Also das ist ein kleiner Nachteil, weswegen ich den Dungfresser auch manchmal nicht so gut finde. Er weicht halt gar nicht aus. Ne? Er geht nur auf Angriff oder lässt sich treffen. Das finde ich ein bisschen schade, aber sonst richtig, richtig gute Asche. Platz 2. Ist Tiche. Tiche, hätte man sich denken können, muss einfach in dieses Ranking mit rein. Tiche ist nach meinem Favoriten ganz verdient Platz 1. Übelster Schaden. Diese Schwarzflamme macht über 1000 Schaden. Ist sehr, sehr mobil, kann sehr gut ausweichen. Und ist einfach, da kommt direkt der Angriff, zack. Das waren 1000 Schaden und nochmal 1000. Tiche macht den ganz easy alleine weg. Und was auch bei Tiche richtig gut ist, auf Range. Ne? Tiche greift auf Range an, ist ausgewichen. Also ich muss aufpassen, dass er mir den hier nicht alleine kaputt macht. Und da kommt er nochmal. Also die Attacke macht halt einfach 1000 Schaden. Ne? Tiche ganz, ganz, ganz verdient auf Platz 2. Ich muss echt aufpassen, dass er den Avatar jetzt sicher alleine killt. Deswegen würde ich sagen, gehen wir rüber zu Platz Nummer 1. Platz 1, wer jetzt anders erwartet, ist natürlich die Imitatorenträne. Meine absolute Lieblingsasche. Ich finde es so geil, dass es sowas gibt, endlich mal. Man hat hier einfach sich selber nochmal mit dem gleichen Equip, den ich habe. Jetzt habe ich hier, glaube ich, einen Fehler gemacht. Holt er seine Waffe oder holt er nicht seine Waffe? Sekunde. Ich glaube, ich schicke den lieber nochmal weg. Jetzt habe ich die Waffe in der Hand. Jetzt hole ich die Mimik. Da haben wir auch direkt den ersten Vorteil der Mimik. Ist natürlich alles equipped, was ich auch equipped habe. Und ich habe hier einen Schlaftopf ausgerüstet. Das bedeutet, die Mimik kann auch Schlaftöpfe werfen. Und das macht ihr auch unendlich. Das heißt, ihr braucht nur einen Schlaftopf oder ein Item. Und die Mimik wird dieses Item unendlich benutzen. Vielleicht... Ah, da kommt der Schlaftopf schon. Sofort. Bevor sie irgendwas anderes macht, direkt der Schlaftopf. Und ihr seht den 560 Schaden, ne, mit dieser Waffe. Und setzt natürlich auch die Talente ein von der Waffe. Nochmal 560 Schaden. Das ist natürlich, was den Schaden angeht, unglaublich. Einfach weil ich so stark bin, ist halt auch die Mimik so stark. Und 700 Schaden. Das ist unglaublich. Ich hoffe, die Mimik haut jetzt gleich auch nochmal das Talent raus oder nochmal einen Schlaftopf. 600 Schaden. Es ist einfach nur crazy. Man muss sagen, Ausweichen auch nicht so krass. Lässt sich auch oft treffen wie der Dungfresser. Hat aber natürlich noch mal ein bisschen mehr Leben als der Dungfresser. Übrigens, das Leben ist euer eigenes Leben mal einen bestimmten Multiplikator, je nachdem welches Level die Mimik hat. Und jetzt hat er den Avatar schon selber Half-Life gemacht, also und nochmal 700 Schaden. Also, das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer, die Mimik. Wirklich unglaublich. Warten jetzt nochmal ab. Oh, da kam das Talent. Und nochmal das Talent. Und nochmal das Talent. Dreimal und der Avatar ist Geschichte. Ja, das war meine Top 5. Lasst mal gerne in den Kommentaren wissen, welche Asche ihr sagen würdet, die auch noch richtig gut ist. Und dann gehen wir jetzt über zu den ganzen Fundorten. Fangen wir einmal an mit dem Sturmfalken, den dafür müsst ihr zu... Die vier Glockentürme in Lyonia, ja, da kommt ihr im Prinzip, wenn das Wasser entlang geht, hier rechts hoch und dann hier den Berg hoch und dann seid ihr hier bei den vier Glockentürmen. Dann ist hier eine Kiste mit einem Schlüssel drin, den braucht ihr.
Magischer Schwertschlüssel, davon gibt es nur drei pro Durchlauf. Es gibt auch nur drei Teleporter. Also, und da ist der erste. Einen gibt es noch in Raya Lucaria und noch ein. Weiß ich gerade nicht auswendig. Ist auch egal. Diesen Teleporter hier müsst ihr benutzen. Spitze der Erwartung. Und mit dem Teleporter, jetzt solltet ihr schon ungefähr wissen, wo ihr seid, seid ihr wieder im Startgebiet. Und hier müsst ihr jetzt einmal wieder gegen den Tutorial-Boss kämpfen, der hier erscheint, und ihn auch besiegen. Wohl, muss man ihn besiegen? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber man muss ihn gar nicht besiegen. Hatte ich gedacht, aber man kann einfach weiter. Ach, ich hatte den, glaube ich. Ah, nee. Ihr müsst den besiegen. Entweder, wenn ihr im ersten Durchlauf seid, habt ihr den direkt am Anfang besiegt. Bezweifle ich. Dann würde er hier kommen. Ich habe den aber, weil ich schon am NG plus 5 bin, schon direkt am Start besiegt. Deswegen ist er jetzt weg. Und die Sturmfalkenasche, da müsst ihr hier rein. Hier hoch. Hier findet ihr einmal den Sturmfalkenkönig. Und hier findet ihr Asche des Sturmfalken, den Lutel, den Kopflosen. Den findet ihr in den Katakomben des Gräberwalds, also schon sehr, 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 sehr früh. Hier unten auf der Halbinsel der Tränen. Ich gehe einmal dahin. Und dort müsst ihr den Gebietsboss besiegen. Ich laufe einmal durch den Gräberwald durch und dann zeige ich euch noch den Boss und dann auch den Drop. Und hier haben wir den Boss. Es ist ein Friedhofsschemen. Was hat der denn am Kopf gehabt? Oh. Und wenn ihr den besiegt habt, dann kriegt ihr Asche von Lutel des Kopflosen. Für den Dungfresser und auch für Laterna werde ich euch beide Videos mit den Fundorten in der Videobeschreibung dalassen. Die habe ich nämlich schon mal gezeigt. Dungfresser, da müsst ihr nämlich die Questline machen und für Laterna auch. Deswegen ist es nicht so einfach, jetzt auf die Schnelle das zu zeigen. Aber was ich euch noch zeigen will, ist einmal Tiche. Tiche findet ihr nämlich in einem Siegelgefängnis. Und zwar hier oben auf dem Berg drauf. Dafür gerne auch mein Video abchecken, wie ihr die Rani-Questline skippt. Da könnt ihr nämlich einfach hier am konvertierten Turm euch vergiften lassen, dann hier am Rand stehen und sterben. Das Video verlinke ich euch auch einmal unten in der Videobeschreibung und auch hier oben nochmal als Infocard. Hier das Siegelgefängnis des Oberhaupts, dort Tiche besiegen und dann kriegt ihr die Asche von Tiche. Und als letztes natürlich die Imitatorenträne. Die findet ihr in Nokron. Da kann ich euch einmal zeigen, wie ihr da hinkommt. Ihr müsst natürlich erstmal Radan besiegt haben und durch den Nebelwald runtergegangen sein nach Nokron und dann den Weg bis zum Wald der Ahnen. Und von hier aus zeige ich euch einmal kurz den Weg, wie ihr zur Mimik kommt, denn der Weg ist nicht wirklich schwer. Also wenn ihr hier die Gnade habt, Wald der Ahnen, könnt ihr hier runterspringen. Wenn ihr hier angekommen seid, braucht ihr hier noch einen Steinschwertschlüssel. Und hinter dieser Nebelwand ist dann noch ein Gegner. Den einmal besiegen. Und hier in der Truhe gibt es dann die Imitatorenträne. Und das war's mit dem Video. Gerne ein Like auf dem Video lassen, würde mich sehr freuen. Und gerne, wie gesagt, kommentieren, welche Asche ihr gerne benutzt oder welche ich vielleicht auch in Zukunft mal testen soll. Und sehr gerne den Kanal abonnieren. Und dann noch eine kleine Info. Am Sonntag, den 26. um 12 Uhr, gibt es den Community Run. Dort werde ich mit euch einmal von Anfang an das Spiel komplett durchspielen. Und immer wieder verschiedene Leute von euch rufen. Das Ganze live auf Twitch. Also dort gerne mal vorbeischauen und reinfollowen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.